Denn ich werde mich heute wieder bei dem gruseligsten Monster aller Zeiten widmen. Und zwar handelt es sich hier heute um niemand geringeren als um den Snowman. Oder auf Deutsch auch einfach Schneemann genannt, Leute. Denn dieses Monster macht aktuell wieder die Runden hier im Internet. Und zwar soll es ein sehr, sehr merkwürdiger Schneemann sein, der nachts um 3 Uhr zu euch nach Hause kommt, um euch ein bisschen zu erschrecken. Und ob der wirklich so böse ist, wie alle sagen, werden wir gleich testen. Sondern wie immer werden wir auch einfach mal einen FaceTime-Anruf machen, um zu schauen, wie der gute Mann so drauf ist. Deshalb, ich kann euch jetzt schon mal sagen, versteckt euch unter eurer Bettdecke. Aber Leute, wie immer, bevor wir das Endboss-Monster anrufen, müssen wir erstmal ein paar andere Monster hier abchecken. Und deswegen habe ich mir gedacht, Leute, wenn schon Weihnachten ist, dann müssen wir auch einfach mal den guten Weihnachtsmann anrufen. Ich meine, um ehrlich zu sein, sieht er nicht so nett aus auf dem Profilbild. Aber vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag, wir wissen es nicht. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf das Chat-Symbol drauf. Denn damit öffnet sich einmal unsere Chatting-App, Leute. Und ich würde sagen, wie immer, schreiben wir natürlich erstmal ganz nett hier, ne? Ist ja klar. Und deshalb würde ich sagen, schreiben wir direkt einmal, wo bleiben meine Geschenke? Du Fettsack. Fragezeichen. Ich finde, das ist eine ganz nette Nachricht, mit der man... Oh mein Gott, Digga! Stopp, 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 hallo! Ich war kurz ein bisschen erschrocken, weil ich dachte mir erst so, hä, warte mal, was passiert hier gerade? Da kam erst gar nichts und auf einmal ploppt das da auf! Also ich weiß nicht, ob er mich hier gerade durch meine Kamera angucken kann, aber falls du mich sehen solltest... Du fetter Weihnachtsmann, bring mir gefälligst meine Geschenke! Okay, Spaß beiseite, Leute. Wir gucken einfach mal, was er mir geschenkt hat, okay? 3, 2, 1 und... Bro, was ist das? Ich glaube, der Weihnachtsmann sollte mal lieber nicht so viel Glühwein hier trinken, ja? Hey Leute, keine Ahnung, was das für ein komisches Foto ist. Ich würde jetzt einfach sagen, wir schreiben mal, was klotzt du so? Fragezeichen. Okay, was schreibt der, Leute? Ich hoffe, er ist jetzt nicht... Warte, was? Frohe Weihnachten, ne? Und du wirst das neue Jahr nicht sehen? Bitte was? Ey, warte mal, das... Das bedeutet ja, dass ich... Nein, stopp! Weihnachtsmann, das ist nicht nett von dir! Du solltest immer nett zu den Kindern sein! Ey, Leute, ich hab schon wieder gar keine Lust mehr, Junge. Warum ist er so fies zu mir? Okay, ich gebe zu, ich war auch fies, aber... Ich hab... Also, ich... Im Gegensatz zu dem, was ich geschrieben hat, übertreibt er jetzt komplett. Ich meine, er sagt mir einfach, dass ich das neue Jahr nicht sehen werde. Du kleiner Ekliger! Papa, wisst ihr, was ich jetzt schreibe, Leute? Ja, Komma. Und du erst recht nicht. Oh mein Gott, Leute, jetzt haben wir es ihm gegeben. Ja, was willst du jetzt schreiben, fetter Weihnachtsmann, hä? Komm schon. Ey, er schickt wieder irgendein komisches Foto aus der dunkelsten Ecke. Und? Ah, du Kleiner! Was ist das? Ist das der Weihnachtsmann, Leute? Warum guckt der so komisch? Ey, mach mir langsam ein bisschen Angst, ich sag ehrlich. Ist er das? Der sieht voll komisch aus. Und was ist das hier oben? Ey, Leute, Mann! Ich glaube, es war ein Fehler. Wir hätten nicht so gemein schreiben sollen. Wir hätten wirklich einfach was Nettes schreiben sollen. Ich würde sagen, wir machen es einfach besser, indem wir jetzt einfach schreiben. Okay, beruhig dich. Es tut mir doch leid, Mann. Bitte verzeih mir einfach, okay? Bitte. Komm schon, Weihnachtsmann. Beruhig dich und verzeih mir. Es tut mir wirklich leid. Ich habe das alles nicht so... Oh, du Kleiner! Was schickst du mir irgendein Foto von einem komischen Elfenmann? Jetzt reicht's ja aber. Ich komme gleich zu dir nach Hause und versohle dir deinen Hintern. Man muss auch einfach mal zeigen, wer hier das Sagen hat, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Man... Hast du dich schon von allen verabschiedet? Nee, weil ich flieg gar nicht in Urlaub. Ich habe gar keinen Urlaub gebucht, also das macht gar keinen Sinn. Und ich sag ehrlich, ich glaube, wir gehen noch einfach raus aus dem Chat, weil ich denke, ihr alle wisst, was er wieder damit meint. Leute, er meint eigentlich damit, dass ich bald bin. Ich hoffe, ihr wisst das, okay? Aber ich werde das nicht zulassen, Weihnachtsmann. Ich werde jetzt schon gucken, was du so treibst, ne, Leute? Weil ich würde sagen, wir haben jetzt lang genug mit dem fetten roten Typen da geschrieben. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, ihn anzurufen. Und wehe, du gehst jetzt nicht ran, Weihnachtsmann, ja? Ich werde nämlich sonst allen erzählen, dass du
dass du zu dick bist und gar nicht in den Kamin durchpasst und deswegen immer durchs Fenster reinkommst. Oh mein Gott! Warum ist das so laut? Weihnachtsmann, mach das aus! Aua! Meine Ohren sind explodiert! Junge, was stehst du da so? Okay, Weihnachtsmann, jetzt wo du da bist und mich siehst, können wir einfach mal reden, okay? Ich wollte sagen, es tut mir leid, was ich geschrieben habe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auf meine Geschenke warte. Und warum gehst du jetzt einfach? Ich rede doch gerade mit dir. Warum haust du einfach ab, Mann? Guck mal, Leute, ich finde das schon wieder richtig Respekt. Ey, was machen die Elfen jetzt da? Vor allem, den hat er mir erst ein Foto geschickt. Hey, Elfen, wo ist Weihnachtsmann? Ach, da! Hey, da bist du ja wieder. Okay, also, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, okay? Nimmst du meine Entschuldigung an? Wenn ja, gib mir die Hand. Jetzt. Ah, du kleiner, ekliger Mann! Da will man sich einmal beim Weihnachtsmann entschuldigen und dann erschreckt er einen einfach. Und ich habe nicht mal Geschenke bekommen. Blöder Weihnachtsmann. Deswegen, Leute, seid einfach immer lieb zum Weihnachtsmann und seid nicht böse. Sonst seht ihr, was bei rauskommt, okay? Ich habe das jetzt für euch getestet. Ihr macht das auf keinen Fall nach, sonst... Sonst gibt es nächstes Jahr keine Geschenke für euch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Aber ihr seht, ich habe nichts bekommen. Ihr wollt mir nichts geben. Und genau deswegen rufen wir das nächste Monster an, weil ich habe abgeschlossen mit dem Weihnachtsmann, ja? Er wird mir das nächste Jahr sowieso wieder Kohlen bringen. Deswegen, Leute, wir gehen zum nächsten. Und zwar habe ich mir gedacht, Leute, auch wenn es kein Weihnachtsmonster ist, als nächstes möchte ich der Schlumpfkatze schreiben. Ich gehe mal hier aufs Chat-Symbol. Ich denke, die meisten von euch kennen dieses Monster, denke ich mal. Das ist ja vor kurzem überall auf TikTok und auf YouTube überall einfach viral gegangen. Weil das ist einfach quasi irgendwie so eine Katze, die blau ist und aussieht wie ein Schlumpf. Und zugleich auch irgendwie so ein Pilz ist, Leute. Bitte fragt mich nicht, was das wieder für ein komischer Trend ist. Und falls ihr diese Schlumpfkatze nicht kennen solltet, warum auch immer, dann werden wir es jetzt gemeinsam herausfinden, weil ich habe mit ihr persönlich auch noch nie geschrieben oder so. Ich kenne sie auch noch von TikTok. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch für die Schlumpfkatze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Weil wir werden jetzt einfach wirklich, ich verspreche es, wirklich nett schreiben. Und zwar werden wir einfach schreiben, wie geht es dir? Ha! Ich wusste. Ihr alle habt schon wieder gedacht, ich schreibe irgendwas Böses. Mach ich nicht. Seht ihr, ich bin lieb. Seht ihr, Leute? Ich habe ganz nett gefragt. Hä? Was? Warum? Du auch? Hast du mal geguckt, welche Farbe du trägst? Wow. Ey, ich merke schon, die Schlumpfkatze ist richtig lustig unterwegs. Nur weil ich zufälligerweise auch blau trage, sagt sie jetzt einmal, dass ich auch stinke. Weil ich geschrieben habe, dass sie stinkt und sie halt blau ist. Und ich auch. Also eigentlich nur einen blauen Pullover. Aber weißt du was, Schlumpfkatze? Du machst das nicht mit mir. Weil, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig schreibe, Leute, aber ich glaube, der heißt ja Gargamel. Schreibt man den so? Das ist ja dieser Bösewicht von den Schlümpfen. Egal. Wir schreiben einfach, Gargamel ist dich zum Frühstück. warum schreibst du jetzt nicht mehr? Ey Leute, ich glaube, wir haben die Schlumpfkatze sauer gemacht. Ist die böse? Kann die irgendwas? Ich weiß es nicht. Hallo? Ich soll mal antworten. Oh, sie schreibt wieder. Sie schreibt. Huh? Was schreibt sie? Die schickt auch wieder irgendein komisches Foto. Was ist das? Huh? Ich glaube, das ist deren Zuhause, da wohnt die Leute, da sind irgendwelche Pilze oder sowas. Ich würde sagen, wir schreiben einfach mal, in welchem Mülleimer ist das denn? Es schreibt sie da. In dem aus deinem Zimmer. Ey, nein, stopp! Hör auf damit! Leute, ihr merkt, das geht genau wieder in diese eine Richtung. Die versuchen mir nur wieder Angst zu machen, indem sie irgendwie schreiben, dass sie so angeblich bei mir zu Hause sind oder irgendwie so. Keine Ahnung, Leute. Also, ich sag hier und jetzt, wenn du bei mir zu Hause... Digga. Junge, ich hab mich voll erschrocken. War das wieder so ein komischer Sound? Hey, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gerade auch gehört habt, aber es hat geklopft. Ey, und ich weiß wieder nicht, ob das im Spiel war.
und die nur so einen Soundeffekt gemacht haben oder ob das wirklich bei mir war. Es ist 3 Uhr nachts, ich getraue mich nicht, die Tür jetzt aufzumachen. Junge, du kleine eklige Katze, was machst du da für komische Sache schon wieder? Aber ich denke, Leute, ihr kennt ja alle diesen Trick, dass sie das immer so machen, dass man denkt, dass es wirklich bei ihm geklopft hat. Ich schreibe jetzt einfach, so, hässliche Katze, ich komm gleich zu dir nach Hause. Ha! Was denkst du hier eigentlich, wie du mit mir hier schreiben kannst, hä? Was? Komm doch, ich warte auf dich. Was für, ich warte auf dich? Ich warte auf dich und nicht du auf mich. Komm doch her, du dich draus, Schumpfkatze. Was denkst du eigentlich? Musst du nicht? Komm mal. Ich bin schon da. Ey. Also jetzt reicht's mir hier wirklich. Dieses komische Spiel versucht einem immer Angst zu machen. Ich habe keine Angst vor irgendeiner Schlumpfkatze. Weißt du was? Wenn du wirklich denkst, du bist cool und kannst mir Angst machen, dann getrau dich jetzt und gerne ein Telefon. Und dann werden wir sehen, ob du bei mir zu Hause bist, hä? Ich werde es ganz genau sehen. Geh einfach an dein verfluchtes Telefon ran und zeig's mir. Schlumpfkatze. Hier. Siehst du? Die geht nämlich nicht mal ins Telefon ran. Okay, sie geht doch ran. Aber warte mal. Da ist sie. Schlumpfkatze. Das sieht aber nicht wie bei mir zu Hause aus. Hallo? Ich rede mit dir. Hallo? Schlumpfkatze. Junge, die bewegt sich nicht. Warte mal, das sieht ehrlich so ein bisschen aus wie bei mir. Also, nur im Spiel halt, aber... Nein, weint die? Das ist dunkel, ich sehe es nicht. Ich glaube, die Schlumpfkatze weint. Ey, ich wollte dich nicht verärgern. Ey, warte mal, hallo, warum bin ich auf einmal... Warum hast du deine Handykamera in dein Haus reingestellt? Hallo? Ich sehe dich nicht. Wir machen ein Foto, Leute. Alles für die Polizei. Hast du nämlich irgendwas mit mir... anstellen solltest, habe ich ein Foto, aber hallo. Warum packst du mich unter Wasser? Hallo? Hey! Katschile, es gibt mehrere! Hey! Hey, hallo! Alles auf Kamera! Ich habe alles auf Kamera! Alles auf Foto habe ich! Ich habe Beweisfotos gegen euch in der Hand. Falls ihr irgendwas tut, Leute, werde ich zur Polizei gehen! Ich kann das alles nicht mehr! Warum erschreckt sie mich denn so? Junge! Ey, deswegen, Leute, vertraut mir einfach. Spielt nicht dieses Spiel und ruft nicht diese Monster an. Ich habe immer gedacht, die Schlumpfkatze ist cool und sie ist nett. Aber auch sie hat mich reingelegt. Die hat mich wieder erschrocken, indem sie mir hier wieder irgendwie die Kamera vollgebrüllt hat. Junge, immer diese komischen Monster. Aber Leute, ich weiß, ihr habt auch Angst. Aber es fällt mir schwer zu sagen. Doch, wir müssen da jetzt durch. Ich hab's versprochen. Das Hauptmonster kommt noch. Und zwar... der Snowman. Der Schneemann ist persönlich. Und ich glaube, gerade bei seinem Profilbild sieht man schon, es ist wirklich nicht der netteste Schneemann da draußen. Das heißt, falls ihr irgendwo einen Schneemann gebaut habt, guckt lieber, ob der noch da ist. Nicht, dass er Beine bekommen hat und jetzt zu Hause auf euch lauert. Ich will es nur gesagt haben, ja? Er ist übrigens auch der Grund, warum ich keine Schneemänner mehr baue. Ne? Ich will es nur gesagt haben. Aber egal. Vielleicht habe ich mich auch in ihm getäuscht. Vielleicht ist er auch nett. Wir werden es herausfinden. Indem wir ihn jetzt einfach schreiben werden, okay? Okay, gut. Deswegen, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir labern gar nicht lang. Wir fangen direkt an mit der allerersten Nachricht. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir schreiben einfach als allererstes: Willst du einen Schneemann bauen? Schneemann, Schneemann, Schnee, 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 Schneemann bauen. Bauen! So, bauen! Fragezeichen. Also Leute, ihr kennt sicherlich alle diesen Ausschnitt von diesem Lied da, von Eiskönigin mit Olaf da, mit diesem Willst du einen Schneemann bauen? Okay, ich hör auf mit singen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde sagen, wir schicken einfach mal ab. Vielleicht willst du nochmal ja einen Schneemann bauen, Leute. Wir werden es herausfinden. Er schreibt... das ist halt schon wieder gar nicht lustig. Ja, aber nicht mit dir. Junge, mit wem denn dann? Du hast doch sowieso keine Freunde, du dummer Blödmann. Digga, was soll das schon wieder? Ich schreibe jetzt ja. Mit wem denn dann? Fragezeichen. Hast doch gar keine Freunde. Hä? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was du jetzt schreiben willst, Schneemann. Du bist nämlich ganz alleine draußen im Wald und hast keine Freunde.
Ja, aber du auch nicht? Mann, woher weiß er das denn? Ja, okay, ich habe auch keine Freunde, aber... Aber immerhin hab ich's hier schön warm in meinem Zimmer. Und du musst draußen im kalten Regen stehen. Und jetzt würde ich sagen, schreiben wir, ich hab Hunger, deshalb klaue ich gleich deine Karottennase. So, ich hab die Nachricht abgeschickt, Leute, ihr seht. Wenn er so weitermacht, klaue ich gleich seine Nase. Und dann kann er auch machen, was er will, aber warum schreibt er jetzt schon wieder nicht? Wer mir schon wieder Angst machen? Oh, ich hab jetzt Angst, weil er schreibt nicht mehr. Ich hab keine Angst vor irgendeinem Schneemann. Du bist Schnee, eigentlich bist du Wasser. Du bist Wasser. So, ich muss nicht mal deine Karotte klauen. Ich kann nämlich auch einfach, wenn ich will, dann schmelz ich dich. Oh, ich dich und trinke dich. Er schreibt wieder. Dafür ist es schon zu spät? Was meint ihr damit? Also entweder er meint damit irgendwie, dass er schon geschmolzen ist, aber dann könnte er ja nicht mehr schreiben. Oder er meint, dass ich es nicht mehr schaffen werde. Ey, das ist ja schon wieder voll fies. Ey, hallo! Der meint damit schon wieder, dass ich schon wieder hier bin, Junge. Sag mal, hackt's eigentlich komplett bei euch jetzt? Ich gehe hier gleich mal zur Polizei und sag denen das hier, dass du mir drohst. Ha? Mal gucken, ob du dann immer noch so lustig drauf bist. Junge, warum schreibst du schon wieder? Ha? Deine Zeit rennt. Ja, ich renne hier gleich zur Polizei. Das ist das Einzige, was hier rennt. Kleiner 31er, weißt du, jetzt reicht's mir hier. Hier macht mich irgendwelche Drohungen und so. Ich ruf dich jetzt an, du Fettklops. Und du wirst jetzt an den Telefon reingehen, hörst du? Ey, merkt schon, ich kann gar nicht mehr reden hier, Junge. Okay, ich habe auch ein bisschen Angst, ich bin ehrlich, aber... Ich werde es dem gleich zeigen, dem Opa da. Er wird schon gleich sehen, was er hier davon... Oh, hey, Snowman! Hallo! Da ist er! Der Snowman! Stopp! Stopp! Ey, der ist mir viel zu gruselig. Jetzt kommt er, will mein Gesicht reinspringen und jetzt macht er auf gruselig da irgendwelche komischen Lieder auf Klavier. Junge, Schneemann, Snowman, wie auch immer. Guck mich an. Ja, genau. So, wir können ja theoretisch über alles reden, weißt du? Ich gehe gar nicht zur Polizei, das war nur ein Spaß und jetzt guck mich nicht so böse an. Ey, nur noch ein kleines Foto für die Polizei. Also, da gehe ich ja eigentlich gar nicht hin, aber er geht wieder. Danke. Danke. Danke, Snowman, wieder mal für gar nichts. Wenn ich hier mit dir rede, du einfach gehst, das ist wieder mal mega cool und jetzt... Ah, hey, er teleportiert sich! Was zur Hölle geht da vor sich? Jetzt bin ich schon wieder da. Schneemann! Geht gefälligst in mir! Doch nicht so! Aber natürlich, wie immer, bevor wir den Cringe anrufen, müssen wir erstmal ein paar andere Monster anrufen. Und dieses Mal, Leute, habe ich auch noch ein paar ganz besondere Monster am Start für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, diesmal werden wir als allererstes einfach mal dem guten alten Ben schreiben, Leute. Ich denke, ihr alle kennt Ben. Das ist ja der sprechende Teddybär. Also ich denke, wer den nicht kennt, der hat auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Und ich habe mir gedacht, Leute, Ben ist ja dafür bekannt, dass man mit ihm telefonieren kann und so und immer ein bisschen komische Antworten gibt. Das Ganze werden wir gleich mal testen. Ich würde sagen, ich muss mir den Kontakt erstmal freischalten. Der kostet einfach Robux. Egal, ich kaufe das ganz kurz. Bam. So, und jetzt, wo ich dafür bezahlt habe, können wir ihm auch schreiben. Das heißt, wir öffnen einmal den Chat und ich sehe schon oben sein Gesicht. Der gute alte Ben. Ja, okay. So, und ich würde sagen, diesmal, Leute, ich verspreche euch hoch und heilig, ich schreibe ordentlich. Ich schreibe nicht irgendwas Böses. Ich verspreche es diesmal wirklich. Und deshalb würde ich sagen, fragen wir ihn als allererstes, ob er überhaupt noch wach ist. Weil ich meine, es ist 3.05 Uhr in der Nacht. Das heißt, wir schreiben einfach mal, bist du denn noch wach? Fragezeichen, Leute. Ich bin sehr gespannt, ob uns Ben schreiben wird und... Er schreibt nein? Ja, aber ihr habt mir doch geantwortet. Wie kann er nicht wach sein? Okay, das ist ein bisschen gruselig. Das heißt, es müsste ja jemand anders von seinem Telefon ausgeschrieben haben. Okay, dann schreiben wir mal. Okay, und wer genau schreibt dann jetzt mit mir?
Das würde mich jetzt mal interessieren, Leute, weil ich meine, er kann ja gar nicht schreiben, wenn er nicht wach ist. Wir schicken die Nachricht mal ab und gucken, ob wir bekommen eine Antwort. Wartet, was schreibt er? Hä? Mit dir selbst? Sag mal, hä, Leute? Ich bin Ben jetzt komplett? Hä, ich meine, ich kann nicht mit mir selbst schreiben. Das macht gar keinen Sinn. Ey, Leute, jetzt muss ich auch mal anfangen, hier ein bisschen böse zu werden. Ich meine, ich lasse mich nicht auf der Nase rumtanzen. Ich schreibe jetzt mal, spinnst du jetzt komplett oder was? Fragezeichen. Mal gucken, was er antwortet, Leute. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu gemein. Er schreibt direkt. Und was schreibt er? Was? Spinnst du jetzt komplett oder was? Hä, das habe ich doch auch gerade geschrieben. Nein, du aber. Ganz viele Ausrufezeichen. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du hier schreibst, Ben. Was willst du dazu sagen, du Kleiner? Du. Junge, dir schreibt exakt das, was ich ihm auch schreibe. Aber das ist ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Ich meine, er hat ja erst geschrieben hier oben, dass ich mit mir selber schreibe. Und jetzt schreibt er einfach das, was ich ihm schreibe. Ey, Leute, ich hab ein bisschen Angst langsam. Der versucht, irgendwelche Psychospielchen zu machen. Okay, wartet mal. Was können wir jetzt schreiben, Leute? Ich hab eine Idee. Ich weiß, wie man solche Monster richtig ärgern kann. Und zwar, indem man ihnen einfach sagt, dass sie nicht echt sind. Deswegen würde ich sagen, schreiben wir, hör auf, Komma, du bist sowieso nicht echt. Mal schauen, was er dazu zu sagen hat, Leute. Ich glaube, damit haben wir ihn jetzt auf jeden Fall. Hä? Ben, was willst du jetzt schreiben? Was? Das hättest du nicht schreiben sollen. Was soll das denn jetzt heißen? Ey, Ben, ich hab das nicht ernst gemeint. Ich hab nur einen Spaß gemacht. Hey, komm schon. Hey, komm schon. Das war doch nur ein Spaß. Oh Mann, Leute. Ich glaube, wir haben Ben sauer gemacht. Ey, komm schon, Ben. Verzeih mir, bitte. Nein. Du wirst das noch bereuen? Hey, Leute, der macht richtig ernst. Ey, das reicht nicht. Verlass den Chat, Leute. Ey, ich glaube, wir sollten ihn anrufen. Wir müssen uns irgendwie bei ihm entschuldigen. Nicht, dass er gleich noch zu mir nach Hause kommt oder so. Ey, okay, wir rufen ihn an. Ey, Ben, oh mein Gott. Sein Profilbild ist aber auch ein bisschen gruselig, ne? Egal, wir rufen ihn jetzt an. Komm schon, Ben, bitte geh ran. Ich will mich nur mal dir entschuldigen. Oh, danke. Ben, bist du zu Hause? Warum sind so viele Fliegen bei dir im Zimmer? Oh mein Gott. Ja. Junge, was erschreckst du mich so? Hallo, ich bin hier. Umdrehen. Hä? Leute, hört er mich überhaupt? Hallo? Ben? Ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen. Hi, Ben. Oh. Ja, ich... Ich wollte mich doch nur entschuldigen. Ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich wollte mich wirklich entschuldigen und... Er erschreckt mich einfach. Ey, Freunde, ich weiß nicht. Ich gebe langsam echt die Hoffnung auf, dass irgendein Monster doch gut ist. Ich glaube, die sind wirklich alle böse. Ich sag's ehrlich. Ey, aber es gibt da vielleicht noch ein anderes Monster, was wir anrufen könnten, bevor wir den Cringe dann rufen. Wo ich auch die Hoffnung habe, dass es lieb ist. Und zwar handelt es sich hierbei einfach um Schreck, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Schreck kennt. Ich weiß gar nicht, ob man das noch guckt. Aber ich habe das damals... richtig gern geguckt. Ich kann ihn nicht mehr anrufen. Da muss man irgendeinen geheimen Code eingeben, Leute. Ey, das muss aber dann richtig krass sein. Ey, bitte, Freunde, wenn ihr zufälligerweise den Code kennt oder ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Dann können wir vielleicht in einer weiteren Folge versuchen, mal Schreck anzurufen. Aber ich glaube, jetzt wird das nichts. Okay, ich wusste gar nicht, dass Schreck so besonders ist. Tut mir leid, da müssen wir ein anderes Monster anrufen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Among Us, Leute? Oh mein Gott, das wäre richtig witzig. Wartet, ich würde sagen, den Kontakt kaufe ich mir auch mal ganz kurz. Ey, Leute, ich denke, ihr alle habt bestimmt schon mal Among Us gespielt. Auf dem Handy oder auf dem PC. Ich würde sagen, wir drücken mal aufs Chat-Symbol. Und dann würde ich sagen, schreiben wir jetzt mit Amogus. Leute, wir schreiben mit Amogus. Aber wir müssen da auch besonders aufpassen, weil ich denke, ihr alle wisst ja, für was die Among Us bekannt sind. Und zwar, dass es immer mindestens einen Imposter gibt, der versucht, alle umzubringen. Ich hoffe mal, dass es kein Imposter ist, Leute. Ich würde sagen, das können wir auch direkt mal fragen. Oh mein Gott, wir fragen mal. Bist du ein Imposter? Bitte sei kein Imposter. Bitte sei keine Poster. Er schreibt. Was? Das wirst du noch herausfinden, ne? Hey! Oh Mann, Leute, das war kein Ja, aber auch kein Nein. Okay, wartet. Ich glaube, wir müssen ihn irgendwie anders befragen. Und zwar fragen wir einfach mal, sind wir denn
im selben Team, weil dann entweder sind wir in einem Imposter-Team, Leute, oder wir sind nochmal ein Crew-Member. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir wenigstens im selben Team sind. Und dann wäre das schon mal gut zu wissen, dass er uns nicht versucht umzubringen. Er schreibt, nein, sind wir nicht. Ey, aber gut, das könnte auch bedeuten, dass wir der Imposter sind, Leute. Ich frage ihn mal, bin ich denn der Imposter? Fragezeichen. Ich meine, vielleicht bin ich ja auch der Imposter, Leute. Das wäre auch cool. Nein, du bist es nicht. Hä, aber wenn ich kein Imposter bin und wir nicht im selben Team sind, dann muss er ja der Imposter sein. Oh Mann. Ich glaube, das war ein großer Fehler, ihm zu schreiben. Ich würde sagen, wir schreiben ihn jetzt einfach mal. Okay, ich gehe jetzt mal und wünsche dir dann noch einen schönen Tag, ne? Also, ich würde dann jetzt gehen, wenn es okay ist, ja? Er schreibt noch mal, Leute. Was schreibt er? Was um? Ich schwöre gerade auf alles. Da war irgendein Soundeffekt. Oh mein Gott, hab ich gerade immer erschrocken. Habt ihr es auch gehört? Hä? Aber was hat er geschrieben? Nein, du darfst nicht gehen? Und was ist, wenn doch? Fragezeichen. Was passiert denn dann? Ey, der macht richtig komische Spielchen mit. Dann bist du erledigt. Ich geh raus. Leute, diese Monster, ich sag euch ehrlich, die sind zu gruselig. Die haben mir einfach geschrieben, dass ich nicht rausgehen darf, sonst passiert irgendwas Gruseliges. Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Amogus. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir werden jetzt auch versuchen anzurufen. Ich hoffe mal, dass er an sein Telefon rangeht. Und dann werden wir mal schauen, was er gerade macht. Wir schaffen das, Leute. Wir rufen jetzt Amogus an. Von Among Us. Vielleicht geht er auch gar nicht ran, Leute. Das kann auch sein. Dann müssen wir es vielleicht später nochmal probieren. Wir werden es jetzt sehen. Bisher klingelt es nur. FaceTime. Okay, okay. Er ist rangegangen. Und wir sind in der Cafeteria, Leute. Amogus! Ey, cool, dass du da bist. Ich wollte nur noch mal Hallo sagen, bevor ich mich verabschiede, weil... Er ist gewendet. Amogus! Hey! Hey, was geht? Du meintest ja, wir sind nicht im selben Team, also... Du bist doch kein Imposter, oder? Hey, Leute, das ist gruselig, ich schwöre. Oh mein Gott. Bro. Oh mein Gott, Digga. Alter. Ich schwöre, ich habe gerade mit allem gerechnet, ne? Mit allem. Aber nicht damit. Oh mein Gott. Ey, das kam gerade so übel aus dem Nichts, ne? Alter, holy moly. Oh mein Gott. Ey, ich hoffe mal, dass ihr euch nicht so krass erschrocken habt wie ich gerade. Aber Bro, was kam da aus seinem Mund raus, hä? Das hat übel komisch ausgeschaut. Alter, Leute. Okay, ich werde auf jeden Fall nie wieder Among Us anrufen. Das sage ich jetzt schon mal, du kleiner 30er. Okay, aber Leute, ihr wisst ja, was das heißt. Wir haben jetzt, wir haben Ben angerufen, wir haben Among Us angerufen. Es bleibt nur noch ein einziges Monster übrig. Wahrscheinlich auch dem Monster, weshalb ihr eingeschalten habt. Und zwar handelt es sich hierbei um niemand Geringeren als um den Grinch. Und ich weiß, Leute, der Grinch ist ein böses Weihnachtsmonster. Er versucht immer, wirklich immer Weihnachten zu ruinieren. Aber vielleicht ist er gar nicht so böse, wie wir alle denken. Vielleicht müssen wir ihm nur einfach mal eine Chance geben, sich zu beweisen, dass er doch nicht böse ist. Und das werden wir jetzt machen, Leute. Wie gesagt, ihr seht, heute bin ich wirklich mal nett zu den Monstern, nicht so wie sonst. Ich würde sagen, wir schreiben ihm auch direkt mal. Wir öffnen den Chat und fragen direkt mal, wo hast du denn dieses Mal unsere Geschenke versteckt? Du Blödmann. Also, das kann man ja schon mal dazu schreiben, wenn er so gemein ist und alle. Here we go again. Nicht so frech, Kleiner. Okay, ich glaube, das ist blöd, man hätte mir ihn doch nicht schreiben sollen. Okay. Tut mir leid. Wir entschuldigen uns lieber, dass wir das geschrieben haben. Er schreibt wieder. Was schreibt er? Es ist zu spät für eine Entschuldigung. Junge, warum seid ihr beide gleich so angepisst? Ich habe doch nur geschrieben, dass du ein Blödmann bist. Und er ist direkt beleidigt. Ey, komm schon. Bitte sei nicht
sauer. Du bist ihn bestechen, Leute. Wir schreiben, du bekommst auch alle meine Geschenke. Aber bitte sei nicht sauer, Cringe. Komm schon, du kriegst alle Geschenke von mir. Aber bitte sei nicht sauer auf mich, bitte. Bitte, 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 Cringe. Bitte sei nicht sauer. Er schreibt nicht mehr. Ey, Leute, das ist nie ein gutes Zeichen, wenn ein Monster einem keine Antwort mehr gibt. Das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Dann spamme ich ihn jetzt zu. Wir schreiben Cringe, Ausrufezeichen, Fragezeichen. So. Cringe! Er schreibt. Jetzt hast du einen großen Fehler begangen. Ich glaube, wir hätten nicht zuspammen sollen. Ja, warum? Warum habe ich einen Fehler gemacht? Hey, sag's mir doch. Cringe. Du warst frech. Ja. Na und? Leute, der denkt auch, der ist sonst wer, Junge. Das ist mir doch egal. Was willst du? Och, nö. Ey, komm schon. Er schreibt, ich bin schon auf dem Weg. Ja, wohin denn? Doch hoffentlich nicht zu mir nach Hause, oder, Leute? Wir fragen ihn mal. Ja? Wohin geht's denn? Ja, bin ich ja jetzt mal gespannt. Vielleicht geht er auch nur einkaufen, Leute. Man weiß es ja nicht. Wir werden's herausfinden und er gibt wieder keine Antwort. Sag mal, das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass ein Monster keine Antwort gibt. Hä, was ist denn los mit ihm? Hallo? Junge, soll mal antworten jetzt. Oh, er schreibt. Er hat ein Foto geschickt. Das ist das erste Foto, was wir heute bekommen haben, Leute. Okay, warte mal. Ich würde sagen, wir öffnen das mal und schauen, was er uns hier geschickt hat. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Das ist ja wirklich der Cringe! Oh mein Gott, der sieht so gruselig aus. Leute, das ist wirklich der Cringe einfach. Okay, warte mal, Leute. Ich geh raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Wirklich nicht. Das ist zu krass. Er hat uns gerade ein Foto geschickt, wie er vor einem Haus stand. Das war zwar nicht mein Haus, aber... Er wollte damit sagen, dass er vor einem Haus steht. Ich glaube, ihr wisst alle, welches Haus er meint. Er meint bestimmt mein Haus. Ich getraue mich irgendwie nicht, ihn jetzt anzurufen. Soll ich ihn wirklich anrufen, Leute? Oh mein Gott. Egal, Leute, wir müssen da durch. Ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt an. 3, 2, 1 und bam. Wir rufen... Hä? Digga, er hat gerade ein Handy geklingelt. War das mein Handy? Ich habe keinen Anruf. Das war ein anderes Handy. Nein, wartet mal. Ich habe ihn angerufen und zur gleichen Zeit hat hier ein Handy geklingelt. Das muss sein Handy gewesen sein. Das muss bedeuten, dass er hier ist. Ey, komm schon, Cringe. Wir können über alles reden. Komm schon. Oh Mann, ich bin am Arsch, Leute. Aber das war bestimmt sowieso wieder nur irgendein Soundeffekt vom Spiel. Ich lass mich nicht von euch veräppeln. Komm, Leute. Wir reißen uns jetzt zusammen. Wir werden den Cringe jetzt anrufen und du kannst mir jetzt gleich mal erklären, was das soll. Leute, okay, kommt alle nochmal einen Daumen nach oben, dann lasst vergesst nicht zu abonnieren. Wir rufen jetzt den Cringe an. Einfach alle mal jetzt, komm ran hier, Kollege. Du kannst mich jetzt mal, komm, zeig und trau dich. Komm, zeig, dass du da bist, zeig, dass du echt bist. Cringe. Oh, okay, er ist wirklich rangegangen, oh mein Gott. Du bist ja voll klein. Leute, ich dachte mal, der Cringe ist voll groß. Du Loser. Junge, und von dir sollen die Leute Angst haben? Ja, brauchst du gar nicht Kamera wechseln. Ich hab dich gesehen, du Idiot. Du bist voll klein. Leute, ihr merkt, ihr braucht alle gar keine Angst vor dem Cringe haben. Der ist voll klein. Hey, ich schwöre, ich hab noch nie bei Monster so gelacht. Ja, ne, denkst du, ich hab Angst vor dir, oder was? Junge, Cringe. Junge, ey, wenn ich das den Leuten zeige, wie du aussiehst. Ja, ne, da gehst du wieder. Leute, wusstet ihr, dass der Cringe so aussieht? Guckt euch diese kleine Maus an. Okay, ich habe mich ein bisschen erschrocken, Leute. Nur ein bisschen. Ist ja gut. Ist ja gut. Oh mein Gott. Ey, ich sag aber ehrlich, ich habe mich nicht so krass erschrocken, Leute. Weil, hä? Als wenn der Cringe so klein ist und so dick. Was hat er denn gemacht? Ich glaube, er hat dieses Jahr zu viel Kekse gegessen oder so, Leute. Wusstet ihr, dass der Cringe so klein ist? Oh mein Gott. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn gar nicht so gruselig. Also... Wenn es der richtige Cringe war. Es kann auch sein kleiner Bruder gewesen sein, der rangegangen ist ans Telefon. Das weiß man ja nicht. Aber ich glaube, Leute, das war der Cringe. Und wir haben mit ihm geschrieben und mit ihm telefoniert.
Und ich würde sagen, bevor ich das Video beende, Leute, würde ich sagen, schreib mir nochmal. Hahaha, ha, du Winzling. Wusste gar nicht, dass du so klein bist. Jetzt hat keiner mehr Angst vor dir. So, das würde ich sagen, müssen wir ihn nochmal wissen lassen, Leute. Weil ich meine, und zwar handelt es sich um niemand geringeren als um das SCP-096. Ich habe dazu vor ein paar Tagen ja schon mal ein Video hochgeladen, wo wir das Monster uns angeschaut haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es wirklich extrem gruselig. Und genau deswegen werden wir dem Monster heute schreiben und zu guter Letzt werden wir es auch anrufen. Aber wie immer, Leute, bevor wir das Hauptmonster anrufen, müssen wir erstmal ein paar andere Monster anrufen. Und ich habe mir da tatsächlich auch schon ein paar rausgesucht, weil ich habe nämlich gemerkt, wir haben tatsächlich eins der bekanntesten Monster noch gar nicht angerufen. Und zwar Freddy der Bär. Ich denke, Leute, ihr alle kennt Freddy den Fazbear. Ist einer der bekanntesten Roblox-Monster. Und da gibt es ja auch Filme dazu, Videospiele, etc. Und ich würde sagen, dieses Monster muss man sich sogar mit Robux kaufen. Ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht viel hier. Wir schalten uns Freddy den Fazbear einfach mal frei. Und dann gucken wir mal, was Freddy der Bär hier heute so treibt. Vielleicht ist er ja auch... Okay, das fängt ja schon mal gut an. Mein Handy... kann auf einmal einfach irgendwelche Tasten drücken, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Der Chat hat sich schon automatisch geöffnet. Freddy, ja, mach hier keine Faxe mit mir heute. Ich sag's dir. Okay, Leute, aber wie immer, ich würde sagen, heute. Ich verspreche euch wirklich, heute schreiben wir nett. Wir schreiben nichts Böses. Versprochen. Und genau deswegen schreiben wir einfach mal, Freddy, du Stinker, was treibst du so? Ist ja eigentlich eine nette Frage, oder? Ich meine... ich habe jetzt nichts Böses geschrieben, ich habe einfach nur gefragt, wie es ihm... Er hat mir geantwortet und er hat mir nicht einfach so geantwortet, er hat mir ein Bild geschickt, Leute. Ey, das ist immer was extremst Besonderes, wenn die Monster ein Bild schicken, ne, Leute. Wir öffnen das einfach mal und... Freddy scheint gerade irgendwie in der Spielhalle oder so zu sein, aber das sieht eigentlich eher so für Kinder aus, also... ich frage mich da gerade wirklich, was Freddy da treibt. Ich meine, das ist eigentlich für Kinder, so wie es aussieht. Warte mal. Freddy! Sag mal, was treibst du da eigentlich? Bist du nicht schon groß? Fragezeichen. Ey, nicht, dass er da irgendwelche Kinder aufessen will oder so, Leute. Freddy, mach hier ja jetzt keinen Unfug. Oh, er schreibt. Ey, hallo, kannst du dich normal schreiben? Kannst du doch Fotos schicken, oder was? Das hatten wir noch nie, Leute, dass ein Monster so viele Fotos geschickt hat. Freddy, was schickst du hier? Hey, du Monster! Er schickt Fotos von irgendwelchen Kindern! Junge, du kleines Monster, wehe, du isst irgendwelche Kinder auf! Ich sag dir, ich gehe zur Polizei! Ey, Leute, ich hoffe mal, der spielt nur mit denen. Ich meine, das ist ja ein Teddybär. Ein Teddybär ist ja eigentlich was Cooles, aber Freddy ist halt eher so ein gruseliger Teddybär. Ey, warte mal. Also, Freddy... du lässt jetzt die Kinder in Ruhe oder ich gehe zur Polizei hier. Jetzt reicht's hier komplett, Freddy. Lass die Kinder dann in Ruhe spielen, ja? Oh, er schreibt schon wieder. Er hat geschrieben. Du kannst mich nicht aufhalten. Freddy, du ekliger Bär, lass die Kinder jetzt in Ruhe. Ey, die haben Angst vor dir, der wird die bestimmt aufessen, Leute. Hey, Freddy, was machen wir jetzt? Wir müssen ihn aufhalten. Wartet, Leute, ich habe eine Idee. Hör mir zu, du kleiner, hässlicher Bär. Ist mir jetzt egal, ich schreibe das jetzt so. Wenn du jetzt nicht auf der Stelle aufhörst, komme ich zu dir und verhaue dich. Denkt ihr, ich habe Angst vor einem Teddybär, Leute? Auf keinen Fall. Da kenne ich gar nichts hier. So, und er schreibt doch schon. Ja, da... Bitte was? Er hat geschrieben, du musst nicht kommen. Ich bin schon bei dir. Bitte was? Ja. Ey, Leute, ich sag doch, diese Roblox-Monster da, die sind ganz komisch im Kopf. Der macht sich schon irgendwelche Faxen schon wieder. Der schreibt mir, dass er schon bei mir ist. Ja, Freddy, ne? Das will ich ja mal sehen, ja? Also, ich würde sagen, Freddy, wenn du wirklich bei mir bist, ne? Das werden wir jetzt sehen. Geh mal ans Telefon. Hey! Telefon, so rum. Ich würde ihn gleich anrufen, Leute. Okay, er schreibt noch ein...
Junge, er schickt schon wieder so ein komisches Foto. Hör auf damit, Freddy, jetzt reicht's mir. Leute, wir rufen Freddy jetzt an. Ich würde sagen, versteckt euch unter eurer Bettdecke. Ihr merkt schon, Freddy ist krank im Kopf. Der will irgendwelche Kinder essen. Aber nicht mit mir. Wir werden Freddy aufhalten. Wir rufen Freddy jetzt an, ja? Junge, dein Profilbild ist auch echt gruselig, muss ich sagen. Hättest auch was Schöneres nehmen können. Aber jetzt geht's Telefon ran, Freddy. Oder ich gehe zur Polizei. Ich sag's letztes Mal jetzt. Ihr seht ihr, der hat Angst, Leute. Der getraut sich, ans Telefon ranzugehen. Okay, Freddy, ich hab nichts gesagt. Wir können doch... Freddy! Hör auf damit! Ich seh dich doch! Freddy! Was ist das, Leute? Ist das irgendwie seine... Freddy! Huh? Yo! Was geht? Hallo? Der ist gruselig, Leute. Was macht der da? Hallo, Freddy! Ich red mit dir, Junge! Wir machen Beweis vor. Oh. Freddy? Ich wollte kein Foto machen! Ey, komm schon! Wir können über alles reden! Freddy? Hallo? Ich gehe nicht zur Polizei, das war alles nur ein Spaß. Ey, Leute, ich glaube, wir haben Freddy sauer gemacht. Ey, Freddy! Ah! Junge, du Ekliger! Alter! Junge, bist du komplett verrückt geworden, oder was, Freddy? Alter, wisst ihr, wie sehr ich mich gerade... Digga! Bro, ich hab mich über erschrocken, Alter! Junge! Ich sag ja, diese komischen Roblox-Monster, die sind nicht ganz klar im Kopf, Leute. Ruf die nicht an! Junge, du kleiner, ekliger Bär, Alter! Ich glaub's ja wohl nicht. Ey, ich hoffe mal, den Kindern geht's gut. Ich hoffe, der hat die nicht aufgegessen, Alter. Aber gut, das war wie gesagt erst der Anfang, Leute. Ihr wisst, wir haben noch das SCP-096-Monster vor uns. Aber ich würde sagen, bevor wir SCP anrufen... Muss ich mal noch ein Monster anrufen, was nicht so böse ist. Ich brauche mal ein Monster, was mich ein bisschen aufmuntert. Wisst ihr? Einmal ein Monster, was nett ist. Und deshalb werden wir jetzt gleich SpongeBob anrufen. SpongeBob macht auch wieder auf teuer. Den muss man hier auch wieder kaufen für 70 Robux. Aber weißt du was, SpongeBob? Für dich mache ich das. Weil ich will den Leuten zeigen, dass es auch nette Monster gibt. So, SpongeBob. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich würde sagen, Leute, wir schreiben SpongeBob mal ganz nett. SpongeBob Schwammkopf. Ho, ho. Wer wohnt da? Wie ging das? Wer wohnt da im Wasser? Ganz tief in einer Ananas? Irgendwie so? Hey Leute, ihr wisst doch, welches Lied ich meine. Ich schreib einfach. Es war jetzt eigentlich eine nette Nachricht. Ich hab ihn eigentlich nur eine. Hä? Er schreibt, was geht? Was? Hä, Leute? Mir hat noch nie ein Monster geantwortet, was geht? Ey, ich glaube, SpongeBob ist wirklich nett. Ey! Cool, Mann! Ich nehme gerade ein YouTube-Video auf. Und was machst du? Fragezeichen? Ey, Leute, vielleicht können wir was mit SpongeBob zusammen machen, wenn er cool ist. Sei nicht so frech, ey. Ich war doch gar nicht frech, oder, Leute? Ich habe doch nur geschrieben, dass er cool ist und dass ich ein Video aufnehme. Vielleicht will er nicht, dass ich ihn aufnehme. Oh. Okay, warte, wir schreiben, Leute. Das war ein Spaß. Also, ich nehme natürlich trotzdem noch für euch auf, Leute. Aber wir sagen SpongeBob, ich nehme nicht auf. Warte. Es war ein Spaß. Ich nehme natürlich gar nicht auf. Voll komisch, diese YouTuber. Ja, ne, Leute, die sind voll komisch, die YouTuber. Deswegen, wir schreiben SpongeBob jetzt einfach, dass wir gar kein YouTuber. Nani? SpongeBob! Er hat mir auch ein Foto von sich geschickt. Aber ich glaube, er freut sich. Leute, was ist mit SpongeBob passiert? SpongeBob, du siehst da so nicht aus, oder? Ey, komm schon. Also, ich mach jetzt nicht meinen Kindheitstraum kaputt. Ich hab dich anders in Erinnerung. Aber gut, ich glaube, er ist auch schon ein bisschen älter geworden. Sag mal, wie alt bist du denn? Hey Leute, wie alt ist SpongeBob denn schon, dass er so graue Haare hat? Er schickt schon... SpongeBob? Ah! Was ist mit SpongeBob passiert, Leute? Ey! Den geht's ja gar nicht gut. Hey, warte mal. Oh, Mann. Du siehst ja
gar nicht gut aus. Kann ich dir helfen? Wir fragen SpongeBob mal nach Hilfe, Leute. Okay, SpongeBob, er schreibt, Leute. Er schreibt. Hä? Er hat geschrieben, ich habe dich gewarnt. Hä? Oh nein, ich habe geschrieben, du siehst nicht gut aus. Vielleicht denkt er, ich habe das Böse gemeint. Hey, nein, ich wollte das doch gar nicht. Ey, SpongeBob. Hey, komm schon. Ich habe das so nicht gemeint. Ey, Leute, ey, ich hab's doch wirklich nicht böse gemeint. Komm schon, Spongebob. Digga, er schickt mir schon wieder das gleiche Foto. Sag mal. Also jetzt reicht's hier. Sag mal. Für wie dumm hältst du mich? Fragezeichen. Leute, ich glaube, wir mich ein bisschen verarschen hier. Also langsam verstehe ich hier. Was? Wie dein Ende? Was für dein Ende? Hä? Ende im Gelände. Haha. Du machst mir keine Angst. Hä, Leute, macht ihr jetzt auf einmal auch hier auf böse oder was? Oh, ich habe mich verschrieben. Ich habe geschrieben Ende im Gelände. Egal. Sag mal, SpongeBob! Wie siehst du bei ihm zu? Digga, willst du mir sagen, dass du da wohnst? Ey, Leute, ich glaube, SpongeBob geht's echt gar nicht gut. Ey, warte mal. Ey, jetzt reicht's. Spongy, reicht jetzt. Das wird noch ein Nachspiel haben. Das sag ich dir. Leute, ich sag euch ja. Ich lasse mich hier nicht hops nehmen von solchen Monstern. SpongeBob, du bist jetzt gleich dran. Er schickt schon wieder ein Foto. Von einem Schwamm. Ja, SpongeBob, weißt du was? Jetzt reicht's mir. Leute, wir werden SpongeBob jetzt anrufen. Und wir werden jetzt schauen, wie SpongeBob geht. Ich glaube, der Junge, der ist ein bisschen krank, einfach im Kopf. Vielleicht können wir ihm helfen. Wir werden jetzt versuchen, SpongeBob anzurufen. In der Hoffnung... Oh, die Ananas! SpongeBob? Hallo? Mach die Tür auf! Klopf, klopf! Was um alles in der Welt? SpongeBob. Hey, Spongy. Ich wusste, du bist traurig. Habt ihr es auch gesehen? Spongy, wir können reden. Alles gut. Komm noch mal raus, bitte. Ich will doch nur reden, Spongy. Ich mache ein Foto von der Ananas, okay? Ne? Junge, SpongeBob, jetzt komm doch raus, Alter. Ich will noch reden mit dir. Ich höre ihn doch atmen. Ist er... Spongy, bist du hinter mir? SpongeBob? Du ekliger Junge! Warum erschrecken die mich immer? Junge, ich sag ehrlich, dieser SpongeBob ist doch nicht mehr ganz klar im Kopf. Er schreibt mich doch auf einmal an. Ich wollte doch eigentlich nur helfen. Habt ihr nicht gesehen? Der hat geweint, Leute. Der war voll traurig. Ey, ich glaube, die Monster-Leute haben alle einfach keine Freunde und deswegen sind sie traurig und dann weint sie und dann erschrecken sie immer. Aber das führt uns trotzdem nicht dran vorbei, Leute. Ihr wisst ganz genau, wir haben noch ein Monster übrig. Und zwar das krasseste, gruseligste und heftigste Monster aller Zeiten. Und zwar handelt es sich jetzt hierbei um das SCP-096 Monster. Ihr könnt es schon am Profilbild sehen. Junge, also ich muss ehrlich sagen, das SCP-096 Monster ist schon echt ein sehr kurioses Monster. Aber ich habe gesagt, Leute, wir werden es heute im Laufe des Videos anrufen und genau deswegen werden wir das Ganze jetzt auch machen. Ich bin extremst gehypt, aber ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich meine, SCP-Monster ist schon was Krasses. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf das Chat-Symbol und schon sind wir im Chat mit dem SCP-096 Monster. Okay. Jetzt müssen wir ganz genau überlegen, Leute. Was schreiben wir ihm? Ich meine, ihr wisst, das SCP-096 Monster, das ist immer so zusammengekauert und weint so ein bisschen und dann irgendwann schreit es rum. Vielleicht müssen wir das Monster ein bisschen aufmuntern. Deswegen schreiben wir einfach: Hey, Kleiner, ich weiß, wie du dich fühlst. Also eigentlich weiß ich es nicht, aber wir tun jetzt mal so, Leute. Aber was hältst du davon, wenn du einfach aufhörst mit Heulen, du Heul. Wie schreibt man das? Egal. Ich habe jetzt geschrieben, er soll aufhören mit Heulen.
Weil ich finde, das ist die beste Option, Leute. Ich meine, wenn er nicht mehr heulen würde, dann wäre auch keine Heulsuse. Hallo? SCP? Er schreibt irgendwie nicht zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Hallo? Ich rede mit dir, du Dummkopf. Huh? Hält mich für dumm oder so, Leute? Oh, er schreibt. Wie bitte? Ja, genau. Du Dummkopf. Ich glaube, jetzt sollte man es verstehen, Leute. Ich habe jetzt ganz groß und klar und deutlich geschrieben, du... Das ist gemein. Ja... Ja, stimmt schon. Ich weiß nicht, ob er jetzt traurig ist, ob er sauer ist, ob... Wollen wir Freunde sein? Leute, ich glaube, er ist ehrlich nett. Okay. Ja, klar. Leute, er fragt, ob wir Freunde sein wollen, hä? Was? Er schickt mir da... Was ist das für ein komischer... Ich glaube, also... Okay, keine Ahnung, was es ist, aber... ich glaube, das mit uns wird doch nichts. Leute, ich habe da gar keine Lust drauf, darauf so komische... Ne? Ja. Er schreibt, warum? Weil du eine Heulsuse bist. Hä? Ich wusste es. Du bist genau wie die anderen. Ja, aber... Leute! Ich glaube, wir haben ihn sauer gemacht. Kacke, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben ihn richtig verärgert. Oh nein. Ja, was schreiben wir jetzt? Wir schreiben einfach, kann ich doch nichts dafür, dass du keine Freunde hast. Bist selber schuld, du erschreckst die Leute immer. Oh, er schreibt direkt zurück, Leute. Junge, er schickt schon wieder so ein komisches Foto von diesem Thron da. Was willst du denn von mir? Hey Leute, was? Ich weiß nicht, was sein Problem ist. SCP, der ist ja ganz komisch hier unterwegs. Ja, und ja, klar. Jetzt nicht mehr antworten. Das sind die richtigen. Hallo. Ich spam den jetzt zu hier, Leute. Hier, guck. Ich spam jetzt. Digga, willst du mich? Junge, er schickt jetzt so fünfmal das Foto. Jetzt reicht's. Ich komme jetzt zu dir und gebe dir einen Boxer. Ich boxe ihn jetzt gleich, Leute. Ich sage ehrlich. Ja, da brauchst du gar nicht wieder schreiben hier, Kollege. Was? Du machst mich sehr, sehr, sehr traurig. Und ihr wisst, was das heißt, wenn SCP-096 traurig wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Nein, bitte nicht traurig sein. Hey, nein, er darf nicht traurig sein, Leute. Ihr wisst, was da passiert. Doch, ich bin sehr, sehr traurig. Okay, ich gehe dann mal. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber aufhören, mit ihm zu schreiben. Er schreibt schon wieder. Nein, der Spaß hat gerade erst begonnen. Nein! Ich habe den Chat verlassen, das kann ich nicht machen. Ich glaube, SCP-096 ist kurz vorm Durchdrehen. Aber ich habe versprochen, wir rufen ihn noch an, Leute. Ich getraue mich eigentlich nicht, aber ich glaube, wir müssen ihn anrufen. SCP-096, Leute. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gelabert. Komm, wir bringen das Ganze jetzt hinter uns. Wir rufen jetzt SCP-096 an. Oh, Leute, es klingelt. Ihr seht, es klingelt. SCP-096. Er geht nicht ran. Hey, ich glaube, wir haben ihn zu sehr sauer gemacht. SCP, komm schon, geh... Er ist rangegangen. Das ist ja SCP-096. Hallo? SCP? Hörst du mich? Leute, er läuft da einfach nur. Hallo, SCP, hörst du mich? Da ist noch ein anderer. So ein schwarzer. Da ist noch so ein schwarzer SCP. Was ist das, Leute? Hallo. Junge, die schreien rum und die weinen und was weiß ich, aber die hören mich nicht. Hallo, ich rede mit euch, SCP. Leute, die schreien immer lauter. Hey, ich glaube, die wollen nicht mit mir reden. SCP, ich rede mit dir. Gib mir jetzt gefälligste... Eine Antwort. SCP? Was machst du da?
Beeil, die wollen hinterher! SCP, beruhig dich! Nein! Ja, Leute, ihr wisst alle, dass Baby in Yellow ist ein komplett gestörtes Monster. Also, das ist nicht einfach nur irgendein Baby, Leute. Es ist das verrückteste, komischste und gruseligste Baby, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und genau deshalb werde ich es heute anrufen. Um 3 Uhr nachts. Aber natürlich wie immer, bevor wir den Endboss anrufen, müssen wir erstmal ein paar andere Monster abchecken. Und deswegen schaut auf jeden Fall bis zum Ende. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, kostenlos zu abonnieren. Weil, Leute, ich habe gedacht, bevor wir den Baby in Yellow anrufen, müssen wir erstmal ein richtig cooles Monster anrufen. Und zwar habe ich dabei an den guten Jake gedacht. Haben wir bisher noch nie angerufen, aber das Lustige ist, es ist einfach der Jake von Subway Surfers. Aber ich denke, ihr alle da draußen kennt Subway Surfers und habt bestimmt auch schon mal gespielt. Und deshalb wäre es umso cooler, wenn wir einfach mal schauen, was der Hauptcharakter von Subway Surfers nachts so treibt. Deshalb würde ich sagen, schalten wir einmal ganz kurz den Charakter frei. So, hier ist er einmal. Ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt auf das Chat-Symbol, denn hier sind wir jetzt einmal wieder, ja, im Chat-Messenger mit unserem guten Roblox-Monster. Und ich weiß nicht, Leute, aber wir schreiben heute wirklich nett. Also wirklich, ich schreibe nicht böse, ich verspreche es euch, okay? Diesmal wirklich, denn ich würde sagen, als allererstes müssen wir dem guten Jake erstmal die Frage stellen, was ist dein Highscore in Subway Surfers? Ich weiß ja nicht, wie man das schreibt, ist das richtig geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich, würde das mir schon oh, ich würde sagen, wir schicken die Nachricht einmal ab, Leute. Ey, das wäre jetzt richtig lustig, wenn, boah. Er hat geantwortet. Er hat geschrieben, mein Highscore ist 154 Millionen. Digga, geht das überhaupt, Leute? Ist das viel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das viel ist. Aber ich würde einfach mal sagen, ja, dann scheinst du ziemlich kacke zu sein. Also, Leute, mein Highscore ist 200 Millionen, deswegen müssen wir dem guten Jake auch mal sagen, dass er einfach kacke in Subway Surfers ist. Aber, ey, Jake, du könntest jetzt eigentlich schon gern mal antworten, so. Also, schon so. Ey, Leute, das ist kein gutes Zeichen, wenn die Roblox-Monster nicht mehr antworten. Das heißt, wir haben sie sauer gemacht. Ja, ich habe eigentlich versprochen, ich schreibe nichts Böses. Deshalb, schreiben wir Entschuldigung, du Blödmann. Also, ich habe mich entschuldigt, Leute. Und ich krieg immer noch keine Antwort. Ey, jetzt reicht's aber. Antworte mir jetzt oder ich lösche dein Subway-Account. Ich spam das jetzt, Leute. Du hast übertrieben. Here we go again. Nein! Hab ich nicht. Leute, ich hab nicht übertrieben. Also, ich hab nur ein bisschen, gespammt. Ungefähr so hier. Oh. Das war natürlich aus. Versehen. Du bist tot? Ja? Okay. Leute, das hat Spaß gemacht, aber ich hab reingekackt. Junge, er schreibt direkt, du bist tot. Hey, ich hab doch nur ein bisschen gespammt. Jetzt komm schon. War doch nur ein Spaß. Leute, also diese Roblox-Monster verstehen auch ehrlich nie Spaß, oder? Und ja, natürlich. Ich krieg wieder keine Antwort. Check, du kleiner 31er, antworte mir jetzt gefälligst, oder ich komm wirklich zu dir nach Hause. Und lösch deinen Account. Leute, ich glaube, Check will nicht antworten. Check, zwing mich nicht, dich anzurufen. Leute, wir machen jetzt die letzte Warnung. Oder ich box dich. Hä? Letzte Warnung oder ich box dich. Man muss auch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wie, es ist zu spät dafür. Was meint ihr damit? Jack? Hör auf damit. Was denkst du eigentlich? Mit wem du hier schreibst, hä? Jack. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Hab ich nicht. Ich rufe dich nämlich jetzt an. Und entweder du gehst an dein Telefon ran oder wir haben ein ernsthaftes Problem. Ich lösche wirklich gleich deinen Account. Ha! Geh ran an dein Telefon, Jake. Geh ran an dein Telefon. Siehst du deine Angst? Seht ihr, Leute, er hat... Oh, okay. Er hat doch keine Angst. Warum liegt eine Leiche? Ah! Hey, Jake, beruhig dich. Yo! Wir können über alles reden, Bro. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich wollte mich...
Hey, stopp jetzt, hallo, hey, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ah ja, seht ihr, Leute, der hört auf mich. Ich habe gesagt, stopp, er hat Job gemacht. Wisst ihr warum? Weil ich hier das Sagen habe. Ich lasse mir... Ja, okay, du hast das Sagen, Jack. Aber magst du mir vielleicht sagen, warum da eine Polizeileiche liegt? Wie, nö. Ich wüsste aber gerne. Ich kann auch einfach ein Beweisfoto machen und so Poli... Sei, gehen. Er ist abgehauen. Jake? Yo! Das ist sehr gefährlich, da oben zu chillen, Jake. Du kannst da runterfallen. Willst du vielleicht runterkommen? Ey, hör auf, mich so anzustarren, Jake. Hör auf damit. Ich sag's dir letztes Mal. Lass das. Leute? Jake, geht's nicht gut? Jake? Jake? Digga, was passiert hier? Jake, komm da runter, sofort! Digga, ich wollte doch nur einen Freund haben. Ja, ich dachte, du bist cool, aber nein, ihr merkt, Leute. Nach so vielen Folgen, es gibt kein liebes Roblox-Monster. Alle sind böse. Alle müssen einen immer erschrecken. Jake war sowieso uncool, Leute. Ich sage euch ehrlich. Jake war so uncool, dass wir jetzt direkt ein viel cooleres Monster anrufen müssen. Und zwar niemanden geringeren als Ehrenbruder Tentakel Thaddäus. Und auch er ist unter Robux. Aber ich mag es zu sehr, Thaddäus, dass ich die sogar gekauft habe, weil ich wollte schon immer mal mit Thaddäus schreiben, Leute. Ey, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne das Freund von euch habt. Ich finde Thaddäus so, so cool, ey, sag ich ganz ehrlich. Und deshalb schreibt mir den guten Thaddäus jetzt erstmal. Ey, du Tentakel? Tentakel, ich weiß gar nicht, schreibt man das so? Tentakel, Käse, Stinke, Winky, Winky. Dinky, Winky, Flinky, Pups, Gesicht. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Also, Leute, ich hab normal geschrieben. Tentakel, Käse, Stinky, Winky, Supi, Pupi, Pupi, Winky, 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 Flinky, Pups, Gesicht. Das ist keine Beleidigung. Ja, ich glaube es nicht. Ah, Mann, komm schon. Bitte, einmal, antworte. Leute, er schreibt, Tentakel Thaddäus, was gibt es heute? Was fliegt an? Was machen wir? Der hat mir ein Bild geschickt. Und ich glaube, das sind seine Tentakelfüße. Wir gucken rein, Leute. Egal, das sind Tentakel. Waschbecken, Leute. Also an eurer Stelle würde ich jetzt einen Daumen nach oben da lassen oder der Tentakel sitzt morgen früh in eurem Waschbecken. Ja, also Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sagen dem Tentakelfuß jetzt erstmal, sieht lecker aus, Mann. Hab richtig Bock auf Tentakel. Leute, seid mal ehrlich, das sieht schon lecker aus. Das müssen wir dem Thaddäus auch wissen lassen. Das ist, er will mich auf essen. Ja, Thaddäus, ich hab das doch eigentlich nicht so gemeint. Eigentlich wollte ich dir nur sagen, was du für ein guter, lieber und toller, kleiner Ekelhafter. Digga, ich kann nicht schreiben. Ekelhafter. Stinkender Krabbenburger. Ja, kleiner, ekelhafter, stinkender Krabbenburger. Denn Leute, er schickt mir das gleiche Foto. Dann nehme ich, glaube ich, ein bisschen Fäppin. Hier, sag mal, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Digga, Leute, ich habe das Gefühl, Thaddäus Tentakel versucht mich ein bisschen zu veräppeln, aber nicht mit mir. Ich habe euch gesagt, wir schreiben nett, aber ich schreibe nicht nett, wenn mich das Monster veräppeln will. Aber es gibt wieder keine Antwort. Antworte jetzt. Leute. Ich glaube, wir müssen Tentakel Thaddäus gleich mal anrufen. Wir machen jetzt hier letzte Chance, mir zu antworten.
Worten oder ich rufe an. Leute, glaubt mir, die Roblox-Monster wollen eigentlich nie, dass man sie anruft und deshalb antworten sie auch. Seht ihr, so leicht geht das. Und er hat ein Foto von sich geschickt. Von sich direkt. Ich sehe schon seine hässliche Tentakelnase, Leute. Seht ihr das auch? Thaddäus, was machst du in der Blumenpflanze da? Komm raus da, du bist keine Pflanze. Hä? Hey Thaddäus, wir können auch miteinander reden. Ich sehe, dir geht's nicht so gut. Komm, ich munter dich auf. Geh einmal nur ans Telefon ran. Wir können ein bisschen FaceTime. Du kannst mir gern all deine Probleme mitteilen. Deine Probleme sind ab sofort auch meine Probleme. Deshalb geh jetzt an dein Telefon ran. Geht doch, Leute. Thaddäus? Was ist mit deinen Augen? Hast du zu viel getrunken? Wenn ja, man trinkt keinen Alkohol. Das ist nicht gesund. Leute, was hat er gemacht? Thaddäus, bist du traurig? Hast du geweint? Hast du deswegen rote Augen? Was hast du gemacht? Ein voll rote Augen, Leute. Ey, komm schon, Thaddäus. Ich bin hier, um dir zu helfen. Thaddäus, pack die Kettensäge weg! Thaddäus! Pack die Kettensäge weg! Thaddäus! Hör auf damit, du was merkst! Leute, Hilfe! Junge! Thaddäus kam einfach mit der Kettensäge. Das zählt nicht, das ist unfair. Warum mit einer Kettensäge, Bro? Die werden immer verrückter, die Monster. Merkt ihr das, Leute? Das größte Problem kommt erst. Und zwar haben wir das Hauptmonster noch vor uns. Und zwar The Baby in Yellow. Und ich kann es eigentlich nicht anrufen, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, wie gemein und fies das sein wird. Nachdem ich's... Ja, merkt ihr? Merkt ihr? Es macht es schon bemerkbar. Seht ihr, mein Greenscreen geht schon kaputt. Hier. Merkt ihr, der Fluch hat schon begonnen. Das Baby hat mich schon verflucht hier. Deswegen geht hier schon mein Setup kaputt. Merkt ihr das? Das ist ein Zeichen, Leute. Merkt ihr das? Ich kann das nicht anrufen. Guckt euch doch an, wie mich das schon anguckt. Hier, seht ihr das? Baby, hör auf damit. Lass jetzt mein Greenscreen hier ganz. Leute, ihr merkt, das Kind ist verflucht. So, okay, ich habe jetzt meinen Greenscreen wieder gebaut, Leute. In der Hoffnung, dass er jetzt ganz bleibt. Und wir rufen jetzt Baby in Yellow an, Leute. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir es nicht machen, wird das Baby so sauer sein, dass es mich komplett verfluchen wird. Für immer. Und das will ich nicht. Deswegen, wir schreiben diesmal wirklich, hör zu. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, vergessen wir einfach. Ich meine, Leute, also, ich bin eigentlich immer gut mit dem Baby umgegangen. Das ist aus Versehen passiert! Okay, vielleicht nicht immer zu 100%, aber ich habe mir Mühe gegeben. Und deshalb vergesst mir das einfach, okay? Und guck mal, er schreibt direkt. Ich glaube, er verzeiht. Es ist Zeit, das Blatt zu wenden. Ja, das ist es. Ich habe es auch verdient, aber wir können das doch auch anders machen. Hör mir zu, ich kann dir Spielsachen kaufen, wenn du willst. Vielleicht will Baby ja Spielsachen haben, Leute. Es ist ja ein Baby, das spielt gerne, deswegen... Ich hab nein. Okay. Wir fragen, was willst du denn dann? Wir müssen ihm irgendwas geben, Leute. Hauptsache, wir bleiben am Leben. Das ist das Wichtigste. Ich sag's euch. Dein Kopf? Wie du willst mein Kopf? Hey, hallo? Hey, also das hier jetzt, ne? Das geht zu weit. Und da brauchst du auch gar nicht wieder antworten. Ich war nämlich doch gar nicht... Fertig. Ich... Wie? Na und? Der Spaß hat gerade erst begonnen. Nein! Ich werde zur Polizei gehen. Leute, ich lass mir doch von so einem komischen Baby hier keine Angst machen. Also, na hör mal, also ich, Sie wird dir nicht helfen? Ich hab sie schon alle... Bitte was? Nein, hallo. Nein, ich rufe jetzt die Polizei an. Die Leute, ihr seht jetzt mein Handy. Wir rufen die 110 an. So. Was
klingelt, Leute. Hört ihr es? Hallo? Ist hier die Popozei? Ja, ich will eine Anzeige machen, weil die, das... Hallo? Hallo? Da war ein Baby im Apparat. Das Baby schreibt doch wieder. Es hat ein Foto geschickt. Und Leute, bei der Polizei gerade ging ein Baby ran. Habt ihr es auch gehört? Es hat doch nur gemacht. Und was hat mir das Baby in Yellow hier geschickt? Oh Gott, oh. Es hat schon die Boxhandschuhe an, Leute, um mich zu vermöbeln. Aber Leute, ich hab gesagt, wir lassen uns keine Angst machen. Komm doch, 1 versus 1. Hä? Komm doch, 1 versus 1. Komm doch. In Fortnite natürlich, ne? Also nicht in Real Life. Also in Fortnite, Leute. Es schreibt. Nicht in Fortnite. Ich bin schon bei dir. Wie? Wie, du bist schon bei mir? Oh nein. Nein! Leute, ich bin aus dem Chat raus. Das nimmt hier schon wieder Sachen an, ey. Da will ich nichts mit zu tun haben. Wir rufen das Baby jetzt an. Ich hab's euch versprochen. Und dann werden alle Probleme ein für alle Mal aus der Welt geschaffen, okay? Aus der Welt geschafft. Ein für alle Mal. Jetzt, pass auf. Baby, ich ruf dich jetzt an. Wir klären alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Und danach sind wir so. Dann haben wir kein Problem mehr, okay? Oh. Der Raum kommt mir ein bisschen bekannt vor. Das war mein größter Fehler. Hey Baby, ey, komm schon. Beruhig dich. Wie gesagt, wie nein? Oh, es kann mich hören, Leute. Nicht traurig sein. Ich hab doch gesagt, wir können über alles reden. Ich wollte das wirklich nicht. Ich werde ein besserer Vater sein. Ich werde mich bessern. Ich werde dir alle Spielsachen kaufen. Das PlayStation 5 spielen. Solange du... Baby? Stopp, bitte nicht. Du darfst so lange PlayStation spielen, wie du willst. Du darfst GTA 5 spielen. Fortnite, Minecraft, Roblox, alles. Okay. PS5, ich kauf sie dir. Ich kauf dir noch eine Xbox, eine Nintendo Switch. Ich kauf dir ein Fahrrad. Ich kauf dir Fortnite-Skins. 13.000 V-Bucks. Ich kauf dir Robux. Auch nicht? Wie wär's mit, Champs? Wir befinden uns heute endlich wieder mal in unserem Roblox-Telefon. Und Leute, ja, ihr habt den Titel richtig gelesen. Und ja, es stimmt. Und ja, ihr könnt es vielleicht auch schon sehen. Denn wir haben einen brandneuen Kontakt erhalten. Und das bin ich einfach mal selbst, Leute. Und ja, wir werden mich heute einfach mal selbst anrufen in Roblox und wir schauen einfach mal, was ich nachts um 3 Uhr so in Roblox mache, Leute. Also, ich habe ein bisschen Angst, weil, Leute, wir werden mich einfach selbst anrufen. Checkt ihr das? Wir werden mich einfach in Roblox anrufen. Einfach Lumex. Werden wir in Roblox anrufen? Wir werden ihm zuerst auch schreiben. Aber bevor wir das machen, werden wir natürlich wie immer erstmal ein paar andere Kontakte abchecken. Zum Beispiel haben wir auch ein neues Monster erhalten, und zwar Catnap. Die können wir auch anrufen, Leute. Aber ich würde sagen, Leute, bevor wir jetzt mich und Catnap anrufen, gucken wir, dass wir vielleicht noch irgendein anderes Monster anrufen, was wir noch nicht angerufen haben. Ich glaube, wir haben eigentlich schon fast jedes Monster hier durch aus der Liste. Bis auf zum Beispiel Jake, Leute, von Subway Surfers. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Subway Surfers noch spielt. Also ich nehme an, jeder von euch hat es schon mal gespielt. Und deswegen wird es jetzt umso spannender, Leute. Weil, soweit wir wissen, Jake ist ja so ein Typ, der rennt vor der Polizei weg. Der sprayt erst so Graffiti-Leute, dann rennt man ja vor der Polizei weg da und macht so ein Parcours. Deswegen würde ich jetzt einfach mal schreiben, er rennt ja immer vor der Polizei weg und wir schreiben jetzt einfach mal, bist echt langsam, du Schnecke. Also, der wird das jetzt bestimmt nicht ernst nehmen. Ist ja nur ein Spaß. Oh, was? Er hat geschrieben, ich weiß, wo ich wohne. Hä? Junge, der hat gar nicht auf meine Frage geantwortet. Ich hab gesagt, du bist langsam in... Er schreibt mir, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß... Aber auch, wo du wohnst. Also eigentlich weiß ich es nicht, aber wir schreiben es einfach trotzdem, Leute. Vielleicht können wir ihm auch ein bisschen... Sei vorsichtig. Hä?
Was macht das so auf cool, Junge? Ich dachte, du bist korrekt, Jake. Wir schreiben jetzt, ja, dann geh mal weiter Subway. Schreibt man das so? Ich weiß gar nicht. Subway? Surfers? Spielen? Das ist, ich meine, das ist dein Lieblingsspiel, Leute, oder? Geh mal weiter Subway Surfers spielen. Er schreibt nicht mehr zurück, Leute. Ich glaube, das ist nicht so gut. Hey, Jake, komm schon! Ey, wir können doch über alles reden. Vielleicht ist er auch einfach wirklich weiter Subway Surfers spielen gegangen. Aber, wir schreiben jetzt nochmal. Hallo? Bist du noch da? Hä? Das ist meistens kein gutes... Oh, er schreibt wieder, er schreibt. Boah! Hä? Er hat ein Foto geschickt! Das ist ein Bahnhof. Und da steht jemand, das sieht aber so ein bisschen wie so ein Geist aus. Aber gut, Leute, ich glaube, Jake, der rennt ja immer so auf Bahngleisen, ne? Ja, er treibt sich also am Bahnhof rum. Meint ihr, das ist Jake in Real Life, Leute? Wir fragen mal. Bist das du? Fragezeichen? Das verrate ich dir nicht. Ja, ey, warum schickst du mir ein Bild von dir, Junge? Ey, Leute, ihr müsst jetzt mal zeigen, wo der Hammer lang geht. Wir sagen jetzt, pass mal auf. Mein Highscore in Subway Surfers ist 10-mal so groß wie deiner. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euer Highscore in Subway Surfers ist, Leute. Aber er schickt schon wieder ein Foto. Hallo? Warum schickst du... Hey, was ist das? Das ist ein kaputter Zug, Leute. Ey. Ey, hör mal auf. Hör mal auf, so komische Bilder zu schicken. Oder ich, klatsch. Also, mach nur Spaß, Leute. Ja, finde das bestimmt cool, wenn wir das schreiben. Ich meine, ein bisschen Spaß muss ja sein. Wir schreiben jetzt einfach, oder ich klatsch dir. Deine, oh. Ich hätte schreiben müssen eine. Egal. Du hast einen Fehler gemacht. Ey, ich hab nur Spaß gemacht. Ey. Hä, warum nimmst du das direkt so ernst, Leute? Hey, komm schon, Jake. Was? Wie ich soll rennen? Ich renne nicht gerne, ich sitz gerne. Ich gehe raus, das reicht mir. Hä? Nee, Leute, wir rufen Jake jetzt an. Der will mir hier Angst machen und sagt, ich soll rennen. Ich renne nirgendwo hin. Wir rufen dich jetzt an. Und dann kannst du mir mal erklären, was das hier soll, Jake. Denkst du auch, du kannst den großen Makar im Internet machen, ne? Hier, kleiner Vogel, du. Da denkst du auch, du bist cool, ne? Oh mein Gott. Polizist auf dem Po. Jake! Ey, komm schon, Bro, was hast du mit dem Polizisten? Yo, was hast du mit dem Polizisten da gemacht, Jake? Yo! Digga, hallo. Leute, was hat er mit dem Polizisten da gemacht? Hallo, ich mach ein Beweisfoto. Oh! Ich mach ein Beweisfoto, Jake, Junge. Ich geh zur Polizei da. Ja, okay, die Polizei ist schon tot, Yo, Jake, was geht, Mann? Ich will dir keine klatschen. Das war nur ein Spaß. Wenn du willst, können wir ein Rennen machen. Da können wir gucken, wer einen größeren Highscore knackt. Hallo? Ich rede mit dir. Ey, jetzt ist er weggegangen, Leute. Hallo? Ey, mein Akku ist gleich leer oben rechts, Leute. Guck mal, ich habe nicht mehr viel Akku. Ich mach ein Foto. Ich habe Fotos von dir gemacht. Ich gehe zur Polizei. Oh. Ey, okay, war nur ein Spaß. Ich gehe nicht zur Polizei. Jake, du brauchst mich nicht so angucken. Also, wir könnten über alles reden, Bro. Ich hab das alles nicht so böse gemeint, Mann. Oh Gott, Junge, ey. Okay, ich lösche ja schon. Ich lösche die Fotos. Okay, ist gut, Bro. Check. Ich lösche die Fotos. Bitte, tu mir nichts. Check. Bitte. Du kleiner 31er. Oh mein Gott, Junge. Wo ekelhafter. Ich hätte es wissen müssen. Das war so klar. Ey. Junge, warum ist das so laut gewesen? Ey, Leute, ich glaube, Check fand das nicht so cool. Dass wir ein Foto gemacht haben. Ich gehe trotzdem zur Polizei. Blödmann. Hier, wartet, Achtung, Leute. Ich schreibe ihn nochmal. Blödmann. Und jetzt gehe ich raus. Oh, dann hat er noch was geschrieben? Egal, wir blockieren ihn einfach, Leute. Ich weiß nicht, ob es schon an der Zeit ist, Leute, Catnap anzurufen. Meint ihr, wir sollen jetzt schon Catnap anrufen? Bevor wir mich selbst anrufen? Ey, Leute, ich weiß nicht. Catnap ist halt auch neues Sagiwagi-Monster, ne? Ich glaube, Catnap ist auch übertrieben und gruselig. Ich habe sie ja auch schon besiegt im richtigen Spiel. Wir haben das komplette Spiel durchgespielt. Deswegen, ich würde sagen, also an sich, Leute, fand ich Catnap... Ich fand sie schon gruselig, aber ich finde Hagiwagi fast ein bisschen gruseliger. Aber okay, wir gucken mal. Wir fragen einfach mal, hallo, was machst du so? Vielleicht ist Catnap ja eine ganz normale Katze, Leute. Wir fragen einfach mal. Sie schreibt doch direkt zurück. Warum? Ja, hä? Weil darum halt. Hä?
Was ist das denn für eine Frage? Oh, ich hab direkt wieder zurück, Leute. Aber die will uns pranken, Leute. Die will uns pranken. Schreiben jetzt darum. Ausrufezeichen. Hä? Ist sie blöd, Leute? Oder ist sie... Sie schreibt Hallo. Sag mal, rede ich gegen einen Schrank oder so? Wir schreiben jetzt... Was bist denn du für ein Fahrrad? Richtiges Fahrrad, Leute. Was bist denn du für ein Fahrrad? Oh, Leute, jetzt hat sie warum schon groß geschrieben mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich glaube, sie wird ein bisschen ernster. Schreiben wir jetzt einfach Duschdingst. Geh mal duschen. Oh Mann, Leute. Oh mein Gott. Sie hat ein Foto geschickt. Warte mal, was ist das? Oh mein Gott, Junge. Catnap, entspann dich mal. Junge, was macht die in der Schule? Ist sie gerne Kinder oder was? Ey, lass mal die Kinder in Ruhe. Sag mal. Ey, Leute, ich glaube, Catnap spinnt ein bisschen. Ich glaube, die ist gerne Kind. Die waren lecker. Wie die waren... Ich sag nicht, Catnap ist gern Kinder. Oh, Monster! Ey, Leute, wir müssen die Polizei rufen. Die ist gern Kinder. Sie schreibt ja. Ja, 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 nicht ja. Das ist uncool. Hä? Wie kann man Kinder aufessen, Leute? Und du bist der Nächste? Wie, ich bin der Nächste? Ich glaube, die will uns auch aufessen. Nee. Ich schmeck... nicht so gut. Wir müssen noch irgendwas dazu schreiben. Und jetzt. Jetzt mach Sitz. Jetzt mach Sitz. Ist zwar eigentlich eine Katze und kein Hund, Leute, aber vielleicht können wir sie ein bisschen ärgern. Ich glaube, die mag das nicht so, wenn man sie. Sie schreibt schon wieder warum. Ey, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's! Ich gehe jetzt zur Polizei. Leute, wir gehen jetzt zur Polizei. Wir machen jetzt eine Anzeige gegen Catnap. Oh. Ich glaube, die findet das nicht so cool. Sie schreibt wieder nicht zurück. Ey! Junge, antwortet doch, oder Mädchen, oder was auch immer du bist. Wir schreiben zu spät. Hab schon eine Anzeige gemacht. Ha. Geh bald ins Gefängnis für dich. Oh, sie schreibt wieder. Oh nein, der Foto geschickt schon wieder. Oh. Ey, Leute. Ich glaube, sie ist ein bisschen saurer geworden. Guck mal hier. Was war das gerade für ein Geräusch? Bin ich dumm? Ey, ich schwöre gerade. Leute, ne, ich schwöre gerade auf alles. Hä? Guck mal, hier hat sie noch so geguckt. Ist okay. Und guck mal, wie sie jetzt guckt. Bäh! Junge, wie ekelhaft! Bah! Wie hässlich siehst du denn aus? Hä, Leute? Ich wusste gar nicht, dass Catnap so komisch aussieht in Real Life. Sie schreibt, du siehst hässlicher aus. Ah, hör mal. Ich glaube, es geht los hier. Hä? Sie sagt einfach, ich sehe... Junge, du... Junge, was stimmt nicht mit dir? Was schickt die mir so komische Fotos? Keiner mag dich. Und wir schreiben jetzt... Geh mal weiter. Fortnite spielen. Ey, das ist echt dumm, Leute. Das ist echt dumm. Wir haben einfach geschrieben, keiner mag dich. Und jetzt gehen wir weiter vorne. Sie fragt, ob ich noch irgendwelche letzten Worte habe. Aber Leute, wisst ihr, was ich darauf sagen würde? Ich sage einfach gar nichts. Macht den Chat zu. Und wir rufen sie an und fragen sie das einfach persönlich. Tja. Ich sage euch, Leute, die wird nicht damit rechnen, dass wir jetzt einfach anrufen. Und ja, jetzt mal hier direkt... Oh mein Gott, Junge! Übertreib. Nee, okay, die ist echt ein bisschen gruseliger, als ich dachte, Leute. Meint ihr, die hört mich? Checkt ihr überhaupt, dass ich da bin, Leute? Ich mach ein Foto schnell. Oh, ich hab ein Foto gemacht, Leute. Hallo? Hätte. Oh! Ah! Oh mein Gott, Digga! Bro, okay, dein Job, das ist ein bisschen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hätte, wir können über alles reden! Komm schon! Ey, Leute, ich habe Catnap ein bisschen unterschätzt, ich sag euch ehrlich. Wir sind in diesem komischen Spielzeugparadies von Haki Waki. Und es passiert einfach gerade gar nichts. Oh mein Gott. Digga, ey, komm schon, Catnap, mach dich diese Spielchen. Wir können über alles reden, Catnap, komm schon. Ey, bitte. Catnap, ich habe das doch alles nicht so gemeint. Wir können auch Freunde...
Können wir keine Freunde werden? Bitte! Hey Leute, ich hab ein bisschen Angst. Immer wenn nichts passiert, kommt meistens ein Jumpscare. Bitte kein Jumpscare. Oh Mann, ey, Junge. Junge, warum ist es immer so laut, Mann? Digga, Leute, selbst wenn ich weiß, dass ein Jumpscare kommt, erschrecke ich mich trotzdem, weil das immer so laut ist und so. Digga, ey, wirklich, Catnap. Das war nicht das letzte Mal, dass ich angerufen habe. Leute, wir müssen das Catnap eigentlich irgendwann noch zurückzahlen. Ich sage euch ehrlich, wir können uns nicht von der Katze so fertig machen lassen. Ich sage euch ehrlich, wo sind wir hier gelandet? Lass uns von der Katze fertig machen lassen. Hör mal. Aber okay, Leute. Das eigentliche, große, wirkliche Problem kommt jetzt erst. Und zwar bin ich das selber. Ihr seht, hier steht du. Also ich, Leute, Lumex. Da ist auch mein Roblox-Skin drauf abgebildet. Den werden wir jetzt gleich anrufen. Bevor wir ihn anrufen, oder bevor wir mich anrufen, Leute, werden wir erst mit mir selber schreiben. Ich bin extremst gespannt, ob er auch wirklich so schreiben wird, wie ich schreibe. Das wäre halt übel funny. Aber das Ding ist halt, an sich bin ich ja eigentlich korrekt, Leute, oder? Also, deswegen hoffe ich mal, dass Lumex da in Roblox auch korrekt ist. Also, ich glaube, wenn wir korrekt sind, ist er auch korrekt. Beziehungsweise, wenn ich korrekt bin, bin ich dann korrekt? Oder ist er ich? Also, du? Oder sind wir beide? Keine Ahnung, Leute. Wir schreiben einfach. Ich gehe auf das Schätzeboy und oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Oh mein Gott, da steht einfach du, das ist mein Roblox-Skin, Leute. Puh, okay, Leute, das Ding ist jetzt, wie fangen wir am besten an? Was können wir schreiben, ey? Ich getraue mich gerade gar nicht zu schreiben, irgendwie. Sollen wir einfach mal Hallo schreiben? Komm, wir fangen mal ganz, ganz ruhig an. Wir schreiben einfach mal Hallo. Oh, ich hab mir selber geschrieben, Leute, oh mein Gott. Hä? Aber da kommt keine Antwort. Ey. Okay, das könnte ich wirklich sein, weil ich brauche manchmal echt irgendwie gefühlt Jahre, um auf WhatsApp zu antworten, Leute. Das ist so eine Dummheit von mir, aber... Hey, komm schon, ey, ich bin jetzt nicht hier extra online gekommen, damit ich keine Antwort von mir selber bekomme. Schreib nochmal. Hallo. Oh. Was will... Och, nee. Er hat geschrieben, was willst du? Oh, nee. Das ist doch direkt schon so ein dummer Ton, wie als hätte er gar keinen Bock. Ey, bin ich wirklich so schlimm, Leute? Hä? Ich würde niemals schreiben, einfach, was willst du? Würde mein eigenes Ich mir jetzt schreiben? Würde ich nicht schreiben, was willst du, hä? Was schreiben wir jetzt? Schreib mal, bist du wirklich ich? Fragezeichen. Boah, Leute, was wird er jetzt an... Ich schreibe, Leute. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Ja, aber du bist doch ich, oder bin ich du, oder sind wir beide ich, oder bin ich, sind wir beide... Hä? Ja, aber wir fragen jetzt... Leute, ich hab eine Idee, wie wir das Monster austricksen können vielleicht. Wir fragen mal, wie lautet dein YouTube-Name? Boah, Leute, wenn er das jetzt weiß, ne? Wenn er das jetzt weiß... Oh mein Gott. Lumex, oh mein Gott. Hä? Das ist ein Roblox-Spiel, das kann doch gar nicht, das kann gar nicht wissen, dass ich... Niemals, okay, warte mal. Warte, vielleicht auch wegen meinem Roblox-Name, Leute. Ich heiße ja Real Lumex. Warte. Wir fragen mal, was lädst du denn so für Videos hoch? Mal gucken, ob er das auch weiß, Leute. Okay, er schickt ein Foto. Ey, warte mal. Warum sieht das aus wie ich? Also, ich habe zwar keinen blauen Pullover hier an, Leute. Aber ich trage auch manchmal so grau... die Frisur sieht auch aus wie meine, Leute, oder? Fast? Das sieht... Was ist das hier drauf? Ey, warte mal. Hallo? Soll man meine Frage jetzt beantworten? Ich will jetzt einmal noch meine Frage haben, Leute. Komm, antworte jetzt. Ich lade Roblox-Videos, aber auch manchmal StumbleGuys hoch. Ja, okay, das stimmt eigentlich, Leute. Also ich glaube, StumbleGuys habe ich, glaube ich, jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber ich habe ja übel lang StumbleGuys gemacht und Roblox mache ich eigentlich auch. Ansonsten mache ich, okay, ich mache GTA manchmal noch, aber ansonsten viel, das stimmt halt eigentlich schon, ne? Oh mein Gott, ich habe die beste Frage. Ihr alle wisst, ich bin 23, Leute. Wir fragen das jetzt, okay. Nun meine letzte Frage. Wie alt bist du? Ey, wenn er das jetzt weiß, Leute, dann wäre das zu gruselig. Ey, jetzt, ja, genau, da hab ich dich. Jetzt nicht mehr antworten, hallo? Ja,
immer, Leute. Lumex antwortet einfach nicht mehr. Ich soll mal antworten jetzt. Hallo, ich spam jetzt, Leute. Oh, er schreibt. Hä, er schickt schon... Was ist denn das jetzt für ein Foto? Warte mal, das sieht ab. Du siehst aber nicht aus wie ich. Leute, jetzt mal ernsthaft. Das bin doch nicht ich, oder? Ich wusste es. Du bist nicht Lumex. Du bist ein Monster. Ey, Leute, ich glaube, Lumex ist ein böses Monster hier in Roblox. Oh mein Gott, Leute. Ey, er kann echt nur Fotos schicken, ne? Hä? Hä? Ich bin traurig. Nein, warum bin ich jetzt traurig? Ey, Lumex, nicht traurig sein. Ich habe das... Ich glaube, er ist traurig, weil mir gesagt hat, dass er ein Monster ist, Leute. Nein, ich habe das nicht so gemeint. Du bist kein Monster. Leute, vielleicht bin ich doch... Ey, ich verstehe es auch nicht. Was ist es denn jetzt? Bin ich oder bin ich doch nicht... Bist du ich? Ja! Ja, aber bist du ich oder bin ich du? Er schickt das... ich schicke das gleiche Foto nochmal. Ey, Leute, ich sag ehrlich, wir müssen Lumex jetzt gleich anrufen. Aber was machen wir jetzt? Okay, Leute. Wenn das wirklich ich bin, dann müsste er jetzt eigentlich auch so auf meine Frage reagieren. Und zwar, wir schreiben ja immer so ein bisschen, wir stichen immer so ein bisschen. Wie wird Lumex reagieren, wenn wir jetzt ein bisschen stichen, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach schreiben, du stinkst? Das haben wir ja vorhin auch schon mal geschrieben. Wie wird Lumex jetzt darauf reagieren, wenn wir schreiben, du stinkst? Okay, er schreibt. Nee, selber. Okay, das glaube ich, könnte ich auch schreiben. Ja, und du hast Käsefüße. Er schreibt wieder. Okay, ich muss das zensieren. Er hat geschrieben, ich bring ... dich. Also, ihr wisst, was da steht. Er hat geschrieben, ich bring... Hä? Hey, okay, jetzt reicht's. Aber jetzt reicht's, Leute, das bin definitiv nicht ich. Definitiv bin das nicht ich. Ich habe noch nie und würde auch niemals sowas schreiben. Wir rufen jetzt an, Leute. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert. Ich werde jetzt anrufen. Wir müssen das jetzt klarstellen. Das kann nicht ich sein, Leute. Wenn er jetzt wirklich mein Skin ist, dann... Das ist eine Wohnung. Das ist rot. Das ist mein Skin! Das ist wirklich mein... Lumex! Lass das! Ich hab so Angst gerade, Leute. Wie kann das mein Skin sein? Lumex, bitte, ey, komm schon, Bro. Ey, du bist doch ich. Und ich bin doch du. Wir können doch über alles reden. Ey, guck mal, du hast den gleichen Pullover an wie ich. Wir sind doch Freunde. Komm schon. Ey, dicker Leute, ich... Ah, ich mach ein Foto. Lumex, komm schon. Ich bin hier. Ich bin am Telefon. Wir können reden jetzt. Komm schon, bitte. Was ist das für rote Augen da? Ey, komm schon, bitte, Lumex. Bitte. Leute, ey, das ist gruselig. Was mach ich denn? Warum ist da rotes Licht? Warum stehst du... Lumex, bitte. Oh mein Gott. Leute, ich bin raus. Ich wirklich... Ruf mich nicht an in Roblox. Macht's nicht, Leute. Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Checkt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Leute. Raus. Danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao, Leute.